Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kochen im Camper, Leute. Heute machen wir was richtig Leckeres. Ich verrate noch nicht am Anfang, was das werden soll. Das verrate ich erst am Ende. Mal gucken, ob jemand während des Herstellungsprozesses schon mitbekommt, was das werden soll. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die Zutaten liegen schon bereit. Alles, was wir brauchen, sind Kartoffeln, Cashewkerne, Paprika, Pfeffer, Salz und ein paar Heferflocken. Hefeflocken. Zuerst werden die Kartoffeln geschält und in schöne kleine Stückchen geschnitten und dann weich gekocht. So, während der ganze Spaß kocht, können wir schon mal die Paprika halbieren. Ich mache das immer so, dass ich die einfach halbiere und dann hier mit der Hand hole ich den ganzen Krempel raus. Das geht sehr gut. Paprika würde jetzt normalerweise, wenn man einen Backofen hätte, einfach auf das Backblech kommen mit einem bisschen Backpapier. Und dann würde man die ein bisschen durchgaren, bis sie so leicht braun rundherum wird. Was ich vorhin noch vergessen habe bei den Zutaten ist, man braucht noch einen halben Apfel. Und auf das Backblech könnt ihr normalerweise noch mit einer halben Zwiebel. Ich lasse die Zwiebel jetzt weg. Ich mag die Zwiebeln, den Zwiebelgeschmack von gekochten Zwiebeln nicht so richtig. Und von daher lasse ich es einfach mal weg. Da ich jetzt keinen Backofen habe, werde ich mir mit diesem Teil behelfen. Das ist ein Sandwich-Toaster für Gaskocher oder auch fürs Feuer. Den kann man für alles Mögliche verwenden. Und ich benutze den auch als Mini-Backofen. Ich muss dann zwar alles schön klein schneiden und vielleicht mehrere Durchgänge machen, aber das macht nichts. Damit komme ich klar, funktioniert sehr gut und kann man für all möglichen Krempel verwenden. Ne? Ist antihaft beschichtet und ja, ziemlich gut die Teile. Ich verlinke euch das mal unten. So, Kartoffeln sind durchgekocht, die lasse ich jetzt noch ein bisschen nachziehen. Paprika ist klein geschnitten, kommt jetzt in meinen Backofenersatz und wird jetzt gebacken. Während die Paprika vor sich hin brutzelt, können wir schon mal den Apfel klein schneiden. Und wir brauchen dann als nächstes ein großes Glas. Kommt dann schon mal der Apfel rein. Und als nächstes brauchen wir dann einen Pürierstab. Ich habe immer einen im Auto dabei, der ist ziemlich praktisch. Ist ein relativ guter, wieso geht das Scheißding jetzt nicht? Den hier los. Ach ja, gab es eine Sicherung. Jo, geht scharf. Dann tue ich jetzt hier schon mal als nächstes Salz und Pfeffer rein. Wow, na das sieht doch schon mal gut aus hier, herrlich. So, der ganze Spaß kommt jetzt mit in das Glas rein. Als nächstes natürlich die Kartoffeln noch mit rein. Und dann fangen wir den Spaß schon mal an vorzupürieren. Als nächstes geben wir dann schon nach und nach die Cashewkerne mit rein. Und zum Schluss kommen hier noch 2 Esslöffel Hefeflocken rein. Man kann auch 3 Esslöffel Hefeflocken reinmachen. Die sind übelst lecker, geben dem Ganzen einen richtig würzigen Geschmack. Alles schön daneben geschüttet. Das geht aber auch blöd hier mit Eltern. Der Wind pustet auch noch die Hälfte weg. Naja, es klappt ja alles mal wieder hervorragend heute hier. Naja, es ist wie es ist. So, fertig ist der ganze Spaß. Ich sag euch, es ist übelst lecker. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn das für eine komische Pampe, die der Vogel hier gemacht hat? Ja, ganz einfach. Das ist ein Brotaufstrich. Den habe ich vom lieben Jonas von seinem Kanal. Der ist übrigens unten verlinkt. Der kann das viel besser wie ich. Der hat auch einen ordentlichen Hochleistungsmixer. Ich mache das ja nur mit so einem Stabmixer, aber das geht auch alles zur Not. Und es schmeckt übelst lecker. Kann man sich aufs Brot schmieren.
und dann essen. Das ist so lecker, dass ich es meistens noch zum Brot löffle. Ohne isolierte Fette, ne? Also wirklich alles vollwertige Fette und vollwertige Lebensmittel. Selbst gemacht, hält sich ungefähr eine Woche im Kühlschrank, hätte ich auch nicht gedacht. Und wie gesagt, ist übelst lecker. Kann ich nur empfehlen, euch mal nachzukochen. Kann ich nur empfehlen, dass ihr das mal nachkocht. Ja, ich werde jetzt die Sauerei hier beseitigen. Sieht ja furchtbar aus, wie Bombeneinschlag. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen. Tschüssi.